Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Letzte Folge haben wir immer noch einige Leute hier befragt über den Mordfall. Und ich würde sagen, wir beschuldigen jetzt einfach irgendjemanden. Und ich würde sagen, wir beschuldigen eiskalt sie. Weil, einfach nur, weil kein Beweis irgendwie von ihr irgendwo auf dem Mord, auf dem Tatort liegt. Am Tatort. Und, ja. Rotfarbe, Baseballschläger sind beides irgendwie Beweise für die anderen beiden. Und gerade weil die Sachen da sind, habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie versucht, die beiden zu beschuldigen. Und, ja. Deswegen sage ich jetzt eiskalt, sie war das. Außerdem hat sie sich ja irgendwie mit der oder den, keine Ahnung, gestritten, der gemordet wurde, ist. Also würde ich sagen, du warst es. Du bist die wahre Mörderin. Das ist albern. Warum sollte ich Mr. Parker umbringen wollen? Wegen dem Streit. Nenn mir doch einen Grund, warum du es nicht sein kannst. Ich bin ständig krank. Ich habe gar nicht die Kraft, um sowas zu machen. Sie ist ein Verdammter. Ezra hat dein Geld unterschlagen. Daher hast du ihn getötet und es Keith in die Schuhe geschoben. Du warst nah dran. Schade. Ich dachte, die Liste hätte noch ein bisschen weitergehen kann. Tja, irgendwann muss es wohl enden. Das muss nicht zu noch mehr Gewalt führen, Detective. Geh einfach. Ich verschwinde und du sagst, ich wäre geflohen. Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Ezra? Du lebst noch? Glückwunsch! Du hast mich eingeholt. Ja, ich hatte mich einige Zeit als Juliana ausgegeben. Wie schaut's aus, Detective? Willst du mit mir reich werden? Oder beim Verteidigen überkommener Ideale? Ihre Stimme kommt mir so bekannt vor. Warum hast du Juliana getötet? Ich hab das nicht vor, aber Juliana war hinter meinen Plan gekommen und musste schnell erledigt werden. Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen Geld rausschlagen, bevor ich fliehe. Also, wie soll es denn nun laufen? Keine Chance. Deine Mordserie endet hier. Dann bringen wir es zu Ende. Okay. Guten Schuss, Captain! Kann mal irgendeiner von den anderen helfen? Ja, Entschuldigung. Na, komm her. Du bist erledigt. Das ist extra eine Mission, ehrlich. Oh, hallo. Danke. Okay. Überlebensregel lautet, nichts wegwerfen. Will Maxwell dein Erfolg, der hat mir doch geholfen, verdammt. Der ist so ein Harpunen, ey. Okay, Maxwell. Der Mörder wurde gestellt, oder war ein Hausmeister, der ich habe den Killer gefunden. Es war Ezra. Er tötete Juliana und nahm ihren Platz ein, um die Spuren zu verwischen. Ich hätte nie gedacht, dass Mr. Parker zu so etwas fähig wäre. Was ist geschehen, als sie zur Rede gestellt haben? Hab ihn K.O. geschlagen. Sarkastisch. Ich habe ihn getötet. Er hat es verdient. Sie haben das Richtige getan. Sehr gut. Hier, bitte. Ihre Bezahlung. Und ein Bonus für die Entdeckung solch eines hinterhältigen Plans. Ich glaube, ohne sie hätten wir es nicht geschafft. So viel fucking Geld. Mein Gott. So, was ist das? Ist schon abgeschlossen? Hirntod, abgeschlossen. Yay. So, ein kurzer Besuch hier. Mit zwei der Folgen, okay. Niemand will mit mir reden. Boah. Ach hallo, die Dinge ist hier. Brauchst du was? Haben Sie etwas zu Hause? Jetzt krieg ich nochmal Erfahrungspunkte. Was hast du vorrätig? Andenken, Jagdausrüstung und eine Reihe nützlicher Gegenstände.
Suchen Sie nach einem Geschenk für einen besonderen Menschen? Na, ich schau's mir an. Okay, zeig mal. Für jeden was dabei. Okay, keine neue Waffe. Der dritte Gentleman. Ich Robert verursacht Schaden um 50%. Den hätte ich für den Fall eigentlich tragen sollen. Er sieht genauso aus wie mein jetziger. Aber der gibt Charisma 2. Detektivauftrag. 0. Ja, damit. Warte mal, Ladung. Beton. Okay. Dann zeig mal. Da unsere Versuche gescheitert sind, mit der örtlichen Strafverfolgungsbehörde Kontakt aufzunehmen, habe ich Pearl beauftragt, eine geeignete Person für diese Aufgabe zu finden. Im Cliffs Edge Hotel hat es einen mysteriösen Todesfall gegeben und wir sind nicht in der Lage, eine Ermittlung durchzuführen. Unsere Bewohner glauben, dass es Fremdeinwirkung war und bitte daher einen Detektiv zu schicken, der die Sache untersucht. Okay. Gut, ich bin zufrieden, wir haben den Fall gelöst. Und sogar, ups, Entschuldigung. Sogar die richtige Person beschuldigt, ausgezeichnet. Hallo. Mhm. Oder würde ich sagen, wir verschwinden, ja. Und dann gehen wir erstmal ein bisschen random hier. Durch das DLC. Wir sind ja von einer Quest zur anderen bis jetzt gestolpert. Ich möchte jetzt erstmal erkunden, was hier so ist. Oder irgendeine andere Mission machen, keine Ahnung. Schlesikowski, für den Hut komme ich jetzt nicht nochmal extra irgendwann hier zurück. Erstmal. Ich werde den ganzen Weg hier durchlaufen. Weil ich brauche Geld für Dingens hier, für... Na, für diese Kopfklamotten. What? Okay. Ja, das ist meiner. Ich muss schon sagen, aus welchem Wort komme ich nochmal? So. So. Bin ich wieder hübsch? Ja. Was ist denn für eine Musik, die ich höre? Ist ausgerüstet, die auch. Okay. Dann auf nach was weiß ich wo. Schon alle erledigt, ne? Ist schon wieder eine Woche her, deswegen mal so gucken. Ich jetzt hier alles abgeschlossen. Keine Ahnung. Was haben wir denn noch hier? Eliminiere die wilden Ghule. Ach da, okay, ja, okay. Warum nicht noch mehr Ghule hier kaputt hauen? Nicht so, als hätten wir in den letzten Folgen nichts anderes gemacht. So, wie komme ich jetzt wieder raus? Auf kürzesten Wege. Zeig mal. Hier. Ist ein bisschen hoch. Aber egal. Street Jumping. Autsch. No. Ich will gar nicht wissen, wie schnell ich mich heile, wenn ich diese eine Fähigkeit noch auflevel. Ja, weiß ich nicht. Stimpaks irgendwie schneller heilen und so. Ich habe nur noch 32, das ist nicht viel. Mein Gott, jetzt bin ich schon wieder hier. Oh. Ich bin jetzt schon wieder hier. Boah. Den exakt gleichen Weg wieder zurücklaufen, geil. Nur ein Stimpack weniger.
Komm ich denn hier raus? Muss ich irgendwo runterspringen können oder so? Ja. Oh, ich sehe gerade hier so ein Vault-Aufzug, glaube ich. Stand within the circle. Ja, und dann hast du hier nur tolle Sachen. So. Wir sollen ein paar Ghule vernichten. Kein Problem. Bestimmt eine Menge Vorkriegsgeld jetzt. Dann kommt, wo auch immer ihr seid. Warum seid ihr so am Lecken? Irgendwie leckt das Spiel ja voll. Keine Ahnung, was für Action hier geladen wird. Ja. Was geht? Ja, schon mal einer und zwei. Nein. Ich habe jetzt verstanden, die machen mich fertig. Oh, Entschuldigung. Boah, das ist irgendwie sehr am Lenken. Besser wir kriegen es als jemand anderes. Das muss jetzt nicht so sein. Ich mal das Spiel gleich neu laden. Hallo! Man stört so ein bisschen den Spielfluss, habe ich dort Gefühl. Ich gut, dass ich nicht so perfekt hinstellt, damit ich treffe. Ich muss mal zum Laden irgendwie hingehen, um Sachen verkaufen zu können. Hallo. Ein Nebelhol. Aluminiumdose, her damit. Toilettenhäuschen-Sitz, okay. Ich kann die Türen schließen, was soll das? Ah. Humor auf niedrigstem Niveau ist lustig. Oh Gott. Du, Alter, verdammt wenig aus. Stell sich mal einer vor, ich hätte diese Waffe nie gefunden, ne? Vor allem, die war ja irgendwie nicht per Quest oder so markiert, wenn ich mich nicht irre. Ich habe ja wirklich zufällig in so einem Grab gefunden. Also in der nicht markierten Quest. Und ja. Stell dich mal einer vor, ich hätte die nie gefunden. Wäre das Spiel, glaube ich, ein bisschen schwieriger gewesen. Ein bisschen viel mehr schwieriger. Dann haben wir ja schon alles. Achso, das Zeichen ist das. Gut, dann gehen wir mal zurück und geben die Mission ab. Weil ich muss auch ein paar Sachen verkaufen. Um Platz zu schaffen, glaube ich. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Alles ist schön hier. Fahrt Skyrim. Nee, ich habe eher so Oblivion-Feeling hier. Irgendwie, und irgendwie stört mich das Gelege so richtig. Na, bitte mal aufhören. Mal kurz mal anhaben, wie das jetzt hier aussieht. Voll am Längen ist das. Also war da, ja, ne. Na gut. Hier geht's schon wieder.
Ein bisschen. Delikatessen, was? Ist das nicht Deutsch? Wird auch in Englisch so geschrieben. Na gut. Komme er her. Ich kann aber ein bisschen Vorkriegsgeld verkaufen und gucken, ob ich mir jetzt dieses Ding leisten kann. Für 13.000. Hör ich mal angeguckt. Ich habe die wilden Ghule vom Campingplatz ausradiert. Unsere Geschichte endet mit der heldenhaften Rückkehr der Hauptfigur. Das bin ich. Die Insel bestimmt nicht gerechnet. Du hast dir für deine Mühen einen Lohn verdient. Hier sind 200 Kronkorn. Oh, mehr Geld verlangen. Ich glaube, ich verdiene mehr als das. Ja, der Wahre wartet am Ende der Geschichte auf dich. Aber da sind wir noch nicht. Ich habe darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Nun, wir alle lieben doch unsere Großeltern, oder? Keine Ahnung. Hab meine Großeltern nie gekannt. Niemand würde ihnen je etwas Schlechtes wünschen. Deshalb hat es mir auch das Herz gebrochen, als ich Opa George verloren habe. Mein Beileid. Was ist mit ihm passiert? Er hatte eine Farm ein Stück nördlich von hier, hat in Frieden gelebt, das Land bewirtschaftet und keinen Ärger gemacht. Die Insel hat ihm was geschickt. Ein riesiges, gefährliches Monster, das mit seinen Klauen Stahlträger durchbrechen kann. Einen Nebelkriecher. Opa blieb tapfer und standhaft, die Schrotflinte in der Hand. Er hielt das Monster auf, während seine Helfer hierher flüchteten. Wenn du diesen gepanzerten Teufel ausschalten kannst, zeigt das allen, dass die Daltons es nie vergessen, wenn ihnen Unrecht angetan wurde. Mach mal das. Ich habe einen Fatman dabei. Dieser Nebelkriecher wird zahlen. Für Opa George. Das höre ich für gern. Opa George. Allein. Wo ist hier nochmal? Zum. Alles für die Fusionskern rein. Nicht an- und ausschalten. Überlebst du hier nicht lange? Kauf meine Waffen. Sind wir im Geschäft? Kinder des Atoms. Was hast du für ein Problem mit den Kindern des Atoms? Wir hätten die Bastarde umlegen sollen, als sie hier ankamen. Stattdessen haben wir sie bleiben lassen. Sie haben aus ihrem Versteck den Nebel immer stärker gemacht. Stark genug, um uns aus unseren Siedlungen zu treiben. Immer weiter und weiter, bis wir alle im Ozean ertrinken. Ich schau mir das Angebot mal an. Oh, Beweise, okay. Brauche ich die? Nein. Mit deine Augen voll geschlossen hat so was. Oh, hallo. Den habe ich verkauft, oder? Ja, den habe ich verkauft irgendwann mal. Ich hab ganz bestimmt nicht meine alten Sachen jetzt so bloß das Ding gar nicht. Wer hat das Kackding nochmal? Geh zu Alan. Ich hab keine Zeit für dich. Sandra. Du wirst jetzt Zeit nehmen. Du hast genug Rückgrat, sich gegen die Kinder zu stellen. Gott, verdammte Kinder, denk doch mal einer an die Kinder. Unterladen, alles, was du brauchst. Aber du. Ich will ehrlich zu dir sein. Auf dieser Insel ist es nie einfach, um Hilfe zu bitten. Schon gar nicht einen Fremden. Aber ich bin diesen Leuten gegenüber verantwortlich und habe eine Aufgabe für dich, wenn du willst. Außerdem bist du härter, als du aussiehst. Das habe ich noch gesagt. Sag mir, wo das Problem liegt. Wir kriegen unser Trinkwasser von einem Aufbruch. Sieh mal einer meinen Charakter an und sag mir, dass ich nicht hart aussehe. Gab es einen schweren Sturm, der die Sieht aus wie ein Kopfgeldjäger irgendwie. Haben muss. Die Straße zum Aufbereiter schützen. Ich habe Howard Dunbar zum Reparieren losgeschickt, aber dann griffen die Meyer-Lurks an. Ich fürchte, sie haben ihn erwischt. Ich hatte gehofft, du siehst es dir mal an.
Vielleicht könntest du, falls nötig, die Nebelkondensatoren wieder in Betrieb nehmen. Wenn du willst, verlass die Stadt in Richtung Süden. Wird natürlich bezahlt. Hey, noch eine Quest. Ich würde Fremden bitten, seinen Kopf für uns zu riskieren, wenn nicht auch was für ihn rausspringt. Brauche ich Werkzeuge oder Teile, wenn ich die Reparaturen selbst durchführen muss? Die Energiemodule der Nebelkondensatoren müssen gewechselt werden, aber Howard hat die einzigen Ersatzteile. So oder so musst du ihn erstmal finden. In Ordnung, ich mache mich auf den Weg. Gut, unser Wasser geht schon bald zur Neige. Okay. Noch mehr Quests. Wo ist dieser verdammte Laden? Aber egal, werden wir wohl in der nächsten Folge suchen. Weil ich werde den Part jetzt hier beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bleibe mich alle herzlich viel zu schauen. Und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.